Hi, das hier ist ein Update-Video für unseren Kanal, in dem wir darüber reden, was wir gemacht haben und was wir in nächster Zeit tun, damit man die Übersicht nicht verliert, denn wir machen eine Menge. Und aktuell eine Pause mit den Conspiracy Conventions, also den Online-Conventions, die wir in Zusammenarbeit mit unter anderem Pegasus in den letzten Monaten gemacht haben. Da wird jetzt über den Sommer, weil eine ganze Reihe andere Sachen anstehen, erstmal eine Pause einkehren und dann schauen wir mal weiter, wie es damit im Rest des Jahres weitergehen wird. Ich glaube nicht, dass sie damit beendet sind. Und auf der letzten Conspiracy hatten wir auch eine Menge interessante Panels und Let's Plays. Unter anderem wurde verkündet, was das nächste große Crowdfunding für Cthulhu wird. Die machen ja nur sehr selten eins, aber wenn dann wirklich für große Kampagnen. Und das ist diesmal die im Schatten Nihalah Totems. Aber tatsächlich, also man sieht es ja jetzt auch schon, ist es gar nicht mehr so ganz geheimnisvoll. Masken des Nihalah Totep, Buch 1 war eben, Buch 2 ja, ist jetzt. Da hatten wir schon die dreibeinige Figur, die rumtanzt, und hatten ja. Wir jetzt den untoten Pharao. Den schwarzen Pharao. Den schwarzen, Entschuldigung. Der ist ja nicht untot, der ist einfach. Verzeihung, aber er sieht nicht mehr ganz frisch aus. Gerade versucht irgendwas rauszusehen, sieht aus wie so ein Rorschach-Test. Jetzt habe ich Punkte verloren, glaube ich. Ah. Das ist die aufgeblähte Vettel. Unglaublich viel. Also die. Jetzt haben wir noch ein fünftes Buch. Ja, also das sind erstmal 4 Bücher und soweit erstmal soweit so gut. Wir haben aber noch als fünftes gleichartiges Ding. Jetzt kannst du es mal anschubsen, vielleicht. Ganz kurz. Die Handouts. Die Handouts sollen nämlich tatsächlich separat beiliegen und damit die nicht irgendwie als lose Blattsammlung sofort, sobald man es auspackt, durch die Gegend fliegen, werden die in so einem Umschlag, also sie sehen von außen aus, als wären sie ein Buch, sagen wir mal so. In Wirklichkeit sind es aber die Handouts, denn die Kampagne hat verdammt viele Handouts. Ich sage mal circa 70, um mich jetzt nicht ganz festzulegen. Es sind so um die 70 Handouts. Und, und der ist auch nicht nett. Ne? Der wird ja gern verniedlicht irgendwie oder so. Ach, der ist ja so ein bisschen so ein Spaßmacher wie Loki oder so einer. Nein, das ist ein ganz mieses Schwein. Der macht ganz schlimme Sachen. Und das ist ein Zitat, das möchte ich mir genau schreiben. Hier, der Tote ist ein ganz mieses Schwein. Der macht ganz schlimme Dinge. Und das ist auch so. Das sind Blurbs, die ich gerne irgendwo dann reinpacken würde. Der Nihalah Totep ist ein ganz schlimmes Schwein, der macht schlimme Dinge und Junge, Junge, da passiert ganz schön viel. Das ist die Heiko-Gel-Zitat-Variante. Mein Segen hast du, kannst du alles machen. Unser Plan ist, zu der ja auch nur virtuellen Spielemesse, die aber, glaube ich, auch im Oktober ist, korrigiert mich, wenn ich... Ist, ne? Ja. Also das ist eigentlich, wäre es eine echte Messe gewesen, hätten wir es da quasi vor Ort gemacht. Eine der Veranstaltungen, die sicherlich auch mit ein Grund dafür ist, dass in einigen Dingen kurz eine Pause einkehrt, ist die Gamescom. Die findet dieses Jahr auch nur rein digital statt, aber wie es für uns inzwischen Tradition ist, werden wir auch dabei sein und in Sachen Cosplay mitmischen. Ich werde als Moderatorin sowohl beim digitalen Cosplay Village dabei sein, als auch den offiziellen Cosplay-Wettbewerb moderieren. Alles rein online. Ich bin gespannt, wie gut das funktionieren wird, wie das laufen wird. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass diese Sachen auch dieses Jahr wieder stattfinden, weil sie schon irgendwie wirklich Highlights für das ganze Jahr sind, wenn auch anstrengende, aber großartige. Also das wird auch passieren. Und dann sind wir bei unseren Let's Plays, den laufenden. Wir hatten eine Pause bei den 7 Gezeichneten und bei Simjada. Das ist jetzt beides vorbei, also die Pause, nicht die Kampagnen. Die 7 Gezeichneten streamen wir jetzt wieder weiter. Und Simjada haben wir Folgen aufgenommen und werden sie dann ausstrahlen. Die sind natürlich auch nur online gespielt, das heißt nur. Aber wir werden sie sozusagen dann aus der Dose an euch weitergeben. Dafür kehrt bei Shadowrun eine Pause ein, unter anderem eben wegen anderen Cons, die über den Sommer laufen werden, weil eine ganze Reihe von den Mitspielern da auch angebunden sein werden. Wir arbeiten dafür auch an Geschriebenem. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt und auch versprochen, dass wir unsere Let's Plays und LARP-Plots aufarbeiten als Abenteuer und Hintergrundmaterial. Und gerade sitzen wir dabei an einem kleinen PDF über das Collegium Magicae, also die Möchtegern-Magier-Akademie für DSA, die wir jahrelang im LARP bespielt haben. Da haben wir unter anderem in einem live gestreamten What, Worlds and How to Use Them, also einem Spielleiten- und Worldbuilding-Blogformat, eine Karte gebaut, zusammen mit dem Till von Dungeon Fork, der dabei gezeigt hat, wie man reale Settings, denn es war ja ein
LARP-Setting, wo wir eine physische Burg hatten, die wir bespielen konnten, dann in eine Fantasy-Kartenvariante umwandelt. Außerdem haben wir ein kleines neues Lemnad-Dokument zur Metaphysik. All diese Sachen, die ausgearbeiteten Abenteuer, soweit wir sie frei veröffentlichen können, und Hintergrundmaterial zu unseren Kampagnen, Welten und Rollenspielen finden sich bei uns auf der Seite. Was auch überarbeitet wurde, ein weiteres Mal, es ist eine stetige Arbeit, ich will nicht sagen Sisyphus, aber auf jeden Fall eine, die niemals endet, sind die Playlists. Wir haben Playlists für Einsteiger, wir haben Playlists mit Spielleitertipps und neu haben wir eine Playlist mit Lieblingsvideos, die empfohlene Playlist, wo ihr dann sehen könnt, was die Dinge sind, auf die wir besonders stolz sind oder die wir besonders gerne selber mögen. Also ein kleiner Einblick gleichzeitig in unser Schaffen und unsere Psyche. Dann arbeiten wir aktuell auch an einer weiteren Kampagne, die wir streamen wollen, wieder eine Dungeons & Dragons Kampagne. Kelionida, die zweite Kampagne, braucht noch ein bisschen Ruhe. Und die, an der wir jetzt gerade arbeiten, wird sich auch ein bisschen von der klassischen Fantasy wegbewegen, in Richtung Heroic Fantasy, wie man sie in vielen klassischen französischen Comics findet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich auf den etwas anderen Tonfall, der da auch einkehren dürfte. Und zu guter Letzt haben wir haufenweise Stapel Bücher mal wieder bei uns liegen. Das heißt, wir werden eine Menge Rezis in der nächsten Zeit machen müssen und freuen uns auch drauf. Aber auf jeden Fall wird es wieder eine ganze Reihe von aufgezeichneten Late-Night-Shows geben, wenn wir das schaffen, das abzuarbeiten. Das war der Überblick. Und zum Abschluss gibt es noch eine kleine Sammlung von besten Szenen und Outtakes aus den Let's Play-Kampagnen, die wir gerade am Laufen haben, damit ihr auch da so eine Art kleines Best-of geliefert bekommt, was wir in letzter Zeit so angestellt haben. Das ist alles essbar, der ganze Rucksack. Sie ist quasi ja, Esspapier. Ich brauch den Rucksack. Könntest du aufhören, meinen Rucksack zu fressen? Ich glaub, Ruhig, Ben. Sag mal, was stimmt denn mit euch nicht? Ruhig, jetzt Ben. Frisst ihr auch noch meinen Rucksack. Ui, Ben. Gib ihr, hast du noch... Spinner, sagt der Troll. Und wer sind Sie? Niemand von Belang. Ich spiele nicht mit. Dascha, was hat denn... War irgendwas Konkretes? Was Konkretes? Ich bin ziemlich sicher, dass ein U-Boot auf uns zuhält. Ein Atom-U-Boot. Oder auf irgendeine Küste. Wir sekundieren das. Kannst du der Polizei sagen, was der König Kinder gefangen hat? Das mache ich gleich mal, ja. Besorgt mir ein kräftiges Seil und zwei tote Tiger. Den Rest erledige ich. Was? Also wir binden die Tiger am Schwanz zusammen, die Toten, und dann? Übrigens, ich habe hier einen kleinen Schoßgast. Oh, jetzt wollen wir alle bei Iris sein. Können wir ihn der Schlange opfern? Na, das kann uns ja auch... Oh, Franz! Zu spät! Wir haben dich schon ersetzt. Ich hab die Katze statt mir Okay. Jetzt hast du noch die Wahl. Ich wollte ohne Video. Ich wollte gerade erklären, dass die Katze, die im Loop läuft, unsere Vertretung für Franz ist. Weil wir nicht wissen, ob wir noch kommen. Eigentlich hatten wir gesagt, dass wir Franz jetzt nur mit Ton reinnehmen und das Bild bei der Katze bleibt. Mir egal. Die Charaktere sollen daran wachsen, dass sie versagen. Aber sie wachsen nicht daran. Wenn sie es geschafft hätten, das klarzumachen, dass Finn und Poe und wer auch immer beteiligt waren an diesem gigantischen Fuck-up, der darauf basiert, dass sie falsch geparkt haben am Strand und dann irgendein dummes Spießer-Alien ankommt und sagt, ja, wir waren falsch geparkt, nehmen die mal fest. Weil das ist ja das Problem, das sie haben am Ende, dass irgendein Spießer sagt, die Typen dürfen da nicht parken. Was parken die auch am Strand? Das Tennisprogramm gibt es noch. Es ist nur so stark komprimiert, dass es aussieht wie auf einem N64. In 64 wäre doch okay. Ich hatte jetzt halt das. Aber in 3D, ja? Zwei riesige 3D-Balken. Okay. Wissenschaft. Okay. Ihr habt also zwar das EPS-Netz zerstört. Das Parisi Square. Wir haben den Doktor kaputt gemacht. Ihr habt den Doktor zerstört. So traurig.
entschuldige mal, welcher Idiot fliegt auf den Casino-Planeten und denkt sich, komm, ich packe mal hier mitten am Strand, mitten in der Nacht in dieser reichen Leute-Gegend, anstatt sich zu überlegen, wo parke ich ja unauffällig, vielleicht ist hier ein Parkautomat, was werfe ich da ein? Nein, ich stelle mich wie ein Idiot einfach da an den verschissenen Strand. Ja, das ist das Problem des Films. Und wenn sie daraus gelernt hätten, zumindest gelernt hätten, okay, in Zukunft parke ich meinen scheiß Shuttle ordnungsgemäß, dann hätten sie zumindest was mitgenommen aus dem Film. Haben sie aber nicht.